Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Vielleicht hört man das, ich bin doch erkältet. Vorher war das eine Mandelentzündung, da ging's gar nicht. Jetzt bin ich nur noch erkältet, das geht schon wieder ein bisschen. Wir spielen heute einen Daily One und anscheinend mit Eden. Ich habe Isaac jahrelang nicht gespielt. Nein, das stimmt nicht, aber ein paar Monate waren es halt doch. Wir werden uns heute ganz viel Zeit lassen. Oh Gott, meine Stimme. Ich habe nicht ausprobiert, ob ich reden kann. Mir ist nur aufgefallen, dass ich, als meine Familie immer mit mir reden wollte, ich so gar keine Lust hatte zu reden. Kann aber auch an meiner Familie liegen. Nee, eigentlich nicht. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei Isaac. Ich wollte eigentlich, eine Pause war geplant nach meinem Geburtstag für so eine Woche oder sowas, halt zwischen den Jahren. Allerdings kam dann halt diese Krankheit dazu und dann konnte ich nichts aufnehmen, aber das dauert mir jetzt doch zu lange, dass hier gar kein Video kommt. Ich meine, das ist jetzt schon fast 2 Wochen her, seit dem 23.12. Und das wollte ich nicht auf mich sitzen lassen und deswegen hier bitte ein Video. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, auch wenn meine Stimme tatsächlich sehr komisch gerade klingt, also zumindest in meinem Ohr. Hallo, ich habe genug Münzen. Nehme eine. Okay, nehme sie 2. Vielleicht nehmen sie auch 3 oder 4 oder ich auch 5 oder auch 6, aber bitte gib mir irgendwas. Nein, okay. Willst du vielleicht noch meine Augen haben? Ich würde auch meine Augen verkaufen, extra für dich. Okay, egal. So, was haben wir denn so? Wir haben den goldenen Raum schon, das heißt, wir können hier sowieso nicht mehr machen. Dann besiegen wir doch einfach mal den Larry Junior, der uns mit einem Hit töten würde. Das ist ganz toll. So, warum machen wir heute die Daily Challenge? Zum einen, weil die Daily Challenge meistens nicht so lange geht und ich glaube, ich kann noch nicht so lange reden. Und zum Zweiten brauche ich das noch für mein... oh Gott, für meine Errungenschaften. Mir fehlen da nämlich immer noch so, keine Ahnung, 10 Stück oder was. Oh Gott, ich glaube, ich sterbe bei dem, wenn ich ehrlich bin. Und eine davon ist halt, dass ich 31 Mal die Daily Challenge, glaube ich, schaffen muss. Und ja, habe ich noch nicht. Deswegen kann man ja ruhig mal die Daily Challenges machen. Ich weiß nicht, diese Daily Ones in, oh Gott, in solchen Roguelikes finde ich immer ganz merkwürdig. Also einige ziehen da ja irgendwie Motivation raus bei einer Daily Challenge, aber bei mir ist das irgendwie nicht so. Ich spiele lieber normal und schalte da neue Sachen frei, weil meistens ist es ja noch so, dass man in der Daily Challenge dann nicht mal irgendwas freischalten kann. Also für die normalen Ones. Das finde ich immer sehr schade. So, okay, erstens schon mal überlebt. Eventuell mal ein blaues Herz wäre ganz... oh. Wäre ganz geil. Das hätte auch schon wieder unser Tod sein können. Okay, wir brauchen wirklich richtig dringend mal irgendwie ein blaues Herz oder sowas. Bitte. Okay, zumindest ein Luck-Up. Was war das hier? Ich glaube, das war irgendwie schlecht, aber auch irgendwie nicht so schlecht. Naja, zumindest haben wir 4 neue Münzen. Die können wir einfach mal bei dem Typen mir abgeben, der uns hoffentlich ein Lebensupgrade dafür gibt oder ein blaues Herz oder irgendetwas anderes, bitte nicht nur... Okay, dann sprengen wir ihn halt in die Luft. Ich meine, wenn alles scheiße läuft, verdammte Hacke, ey. Dann, okay, da ist zumindest nicht der super Geheimraum. Hier unten kann er auch nicht sein. Schwierig. Ich guck, wir haben ja eine Bombe. Ich werde einmal nochmal nachgucken, ob wir irgendwo den Geheimraum finden. Der könnte... ich weiß gar nicht. Kann der an so einem... Ah, wir haben zumindest noch einen Schlüssel. Kann dann so ein kleiner Raum hier dran sein? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, look, okay, grau. Ich glaube, schwarz war das, wo so eine explosive Fliege rauskam und grau ist dann irgendwas anderes. Haben wir hier nachgeguckt? Nee, ne? Ich glaube, hier könnte der Geheimraum sein. Tatsache. Hätten wir noch eine Bombe, dann könnten wir sogar in den Shop rein. Will ich in den Shop rein, ist die Frage. Mit 3 Münzen könnte man sich zumindest ein blaues Herz kaufen, wenn man Glück hat. Mal gucken, ob da irgendwas Tolles ist. Zumindest eine Bombe vergünstigt. Sonst können wir halt noch unser... Ja, komm. Sonst können wir halt noch unser Gabi-Item da einsetzen, um 3 blaue Herzen zu bekommen. Ich glaube, das mache ich dann auch gleich, weil mit nur einem Herzen fühle ich mich jetzt nicht so ganz sicher, to be honest. Aber rote Herzen sind dann auch gut, wenn man irgendwie einen Devil die mitnehmen will. Okay, naja. Erste Ebene zumindest geschafft. Ja, was sonst noch? Ich wollte eigentlich ganz viel zu Weihnachten und sowas erzählen, aber das ist jetzt schon so lange her und ich glaube, das wird euch nicht interessieren. Und ja, egal. Was habt ihr denn so an Weihnachten gemacht, Leute? Weil, oh Gott, okay, ich setze das Zeug hier ein. Weihnachten, was habe ich denn Weihnachten eigentlich gemacht? Also an meinem Geburtstag habe ich Raclette gegessen, habe ich auch erzählt gehabt. Das war sehr lecker, da habe ich viel zu viel gegessen. Mein Magen hat von innen gedrückt, das kannte ich so auch noch nicht. Also so richtig, keine Bauchschmerzen oder sowas, sondern der hat einfach von innen gedrückt, dass er einfach viel zu voll ist. Das war sehr merkwürdig, aber war trotzdem sehr, sehr lecker. Und die hatten so komische, Ananas heißt das, diese gelbe Frucht, die ein bisschen säuerlich süß ist. Und die haben sie halt auf den Grill gepackt, aber weil halt Weihnachten war,
haben die da noch so ein bisschen Zimt drüber gestreut. Und das schmeckt unfassbar gut, Leute. Wenn ihr noch nie Ananas mit Zimt gegessen habt, warme Ananas mit Zimt, probiert das auf jeden Fall mal. Mega geil. Jetzt ohne Witz. So ein bisschen Zimt da rein, einwirken lassen und dann grillen und dann, oh, lecker Schmecker. Das ist so richtig schön weihnachtlich. Denkt man gar nicht, aber ist sehr, sehr lecker. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, Weihnachten haben wir dann, glaube ich, Grünkohl gegessen. Das einzige Mal Grünkohl in diesem Dezember, obwohl wir sonst immer mega häufig Grünkohl essen. Dieses Jahr gab es das irgendwie nur einmal. Und ich sehe gerade, wieso sind denn unsere Tränen so klein? Keiner weiß hier irgendwas. Ja, deswegen nur einmal Grünkohl, fand ich ein bisschen schade. Am nächsten Tag gab es dann nochmal Rotkohl. Ist jetzt auch nicht so schlecht, aber auch nicht das Geilste. Und am ersten Weihnachtstag haben wir dann Reste essen gemacht. Ja. So viel dazu. Was habe ich so an Weihnachten geschenkt bekommen? Beziehungsweise, oh, das hätte ich sehr gerne. Warte, wir haben The Tower. Werden wir einfach mal einsetzen. Wir haben sogar Glück und der sprengt das da frei. Geil. Jetzt haben wir diese komischen Elektro-Tiers. Hier, wenn wir jetzt irgendwann wo treffen, dann kommen Elektrostrahls und machen alles kaputt. Geil, das gefällt mir sehr gut. Ich habe zum Geburtstag Wing Fit Adventure bekommen, was ich mir auch gewünscht habe, wo meine Familie, beziehungsweise meine Mutter ganz viel... Also das war überall ausverkauft und dann musste sie eine Freundin fragen, weil die weiter weg wohnt, ob die mal in ihren Läden gucken kann. Also das war sogar online und sowas ausverkauft, wirklich überall. Ob die dann mal bei dem Mediamarkt bei ihr gucken kann und da gab es das dann tatsächlich. Und dann musste die das kaufen, dann musste meine Mutter nochmal dahin fahren und das abholen und keine Ahnung, ganz viel Stress, um mir mein Wing Fit Adventure zu kaufen. Aber das ist ein sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Also wer das gar nicht kennt, das ist so ein Fitness-RPG-Spiel für die Switch, wo auch so ein Ring dabei ist, wie der Name schon sagt, wo man dann den Joy-Con reintut und den kann man zusammendrücken und auseinanderzieht und ganz tolle Übungen machen. Und dann macht man Fitness, während man in einem RPG weiter voranschreitet. Das ist ganz witzig, Leute. So. Relax! Geil, bestes Item. Gut, wir gehen hier einfach mal ganz schnell weiter. Wohin müssen wir denn eigentlich? Bis zum Satan, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, dieses, Dingensbums. Ich habe schon wieder den Namen davon vergessen. Von diesem OP-Item, das über Laserstrahl schießt. Brimstone. Brimston. Damit die Leute hier wieder abgefuckt sind. Ah, weil ich das so komisch ausspreche. Ja, das habe ich bekommen. Und dann sonst noch ein paar Konzertkarten für alles Mögliche. Unter anderem für die Elbphilharmonie, wo am 1.1. ein... Ah! Aua. Ein Neujahrskonzert stattfand. Da war ich jetzt. Boah, da wurde My Fair Lady aufgeführt. Also so eine Art Theaterstück oder ja, Musical eher. Musical, aber mit Orchester. Und das Orchester war halt nicht in so einem Orchestergraben, wie man es sonst bei Musicals kennt, sondern die waren dann wirklich in der Mitte des Saals und auch sehr präsent. Und man hat halt die auch richtig gesehen. Also die waren auch wirklich im Mittelpunkt, dass man auf die achten soll. Und um das Orchester rum haben die dann quasi dieses Musical aufgeführt. Das war sehr witzig. Und ich muss sagen, die Akustik in dem Saal ist schon sehr cool. Und das sieht halt auch mega krass aus in der Elbphilharmonie. Also alles drumrum sieht schon geil aus, aber auch der Raum selber, der sieht halt so aus wie so eine Bienenwabe. Kann man sich das vorstellen. Da sind halt überall Löcher in den Wänden und die Sitze sind nicht, wie man das sonst so kennt, von ganz unten nach oben so gestaffelt, wie die Treppen aufgebaut, sondern... Wir haben unser Trinket verloren. Unsere komische Fliege haben wir irgendwo verloren. Egal. Sondern auch so Bienenwaben-mäßig-artig. Also so ein bisschen geflochten. Nein, nicht geflochten. Geflochten ist das falsche Wort. Aber so im Kreis und da konnten dann mal 5 Leute sitzen und bei der anderen Seite dann so 20 oder so. Und halt nicht so stufig, sondern eher im Kreis. Was ja auch Sinn ergibt, weil der ganze Raum ist ein Kreis. Und ja, das war sehr interessant. Und weil ich noch unter 28 bin oder sowas, habe ich sogar nur die Hälfte gekostet. Ist trotzdem arschteuer. Aber habe ich ja geschenkt bekommen. Von daher, ich beschwere mich mal nicht. Und jetzt war ich das erste Mal in der Elbphilharmonie. Da muss man ja schon irgendwie mal rein, wenn man schon in Hamburg lebt, nicht wahr? Habe ich das jetzt auch mal abgehakt und habe mich so gefühlt, als wenn ich einen Tag zur gehobenen Klasse der Hamburger gehöre. Und holy shit, ich war lange nicht mehr in der Nähe von der Elbphilharmonie, obwohl ich da früher gearbeitet habe in der Nähe. Und da hat sich ja sowas von krass viel verändert. Also irgendwie wird das voll das Nobelviertel hier. Ich kann mir vorstellen, dass da die Mieten sehr, sehr hoch sind, wenn man da leben möchte. Allgemein Hamburg ist schon voll teuer, aber da bei der Elbphilharmonie dann noch, das ist halt auch irgendwie so ein Prestigeobjekt, nicht wahr? Naja, so viel dazu. Ansonsten noch Konzertkarten für diese Farewell-Tour von Sunrise Avenue habe ich noch bekommen. Und von so einem anderen Musical, beziehungsweise von
von der Freundin, habe ich auch schon mal irgendwann erzählt, die halt so Musicals nachsingt, mehr oder weniger, aber auch professionell und mit anderen Leuten, die auch tatsächlich die Hauptbesetzungen bei den Musicals sind und sowas. Da war ich auch schon mal, aber die machen das jetzt in diesem Jahr, muss man jetzt sagen, also 2020, machen die das jetzt irgendwie in einer größeren Location und auch mit mehr Bühnenbild und sowas. Da bin ich mal sehr gespannt, da habe ich auf jeden Fall dann auch noch eine Konzertkarte bekommen. Ganz toll, ne? Ja, also 3 Konzertkarten, sonst ein bisschen Geld, ein bisschen Kleidung, ganz viele Süßigkeiten, die ich aber alle schon verschenkt habe, weil, keine Ahnung. Süßigkeiten bekomme ich halt immer von meinen Großeltern so. Mehr Geld will ich nicht nehmen. Aber die schenken irgendwie immer ganz komische Sachen. Weiß ich nicht, also so Sachen, die ich als Kind richtig toll fand, die mir inzwischen aber viel zu süß sind oder, keine Ahnung, wie ich einfach nicht so mag, so saure Drachenzunge und sowas, das mochte ich als Kind sehr gerne, aber jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, irgendwie nicht so. Und meine andere Oma, die weiß sowieso gar nichts von mir und die schenkt mir dann immer so bittere Schokolade mit irgendwelcher Füllung drin, die ich so überhaupt nicht mag. Oder sie hat mir eine Kaki geschenkt. Kenne ich halt auch noch nicht, ist anscheinend, also das ist so eine orangene Frucht mit einer etwas härteren Haut und keine Ahnung, wie die schmeckt. Die liegt hier jetzt seit Weihnachten auf jeden Fall rum. Ja, eine Kaki hat sie mir geschenkt. Oh, danke für das blaue Herz. Und das ist ganz toll. Ja, ansonsten nicht wirklich viel. War ansonsten ganz chillig. Und ja, was habt ihr denn so bekommen, Leute? Was habt ihr denn so bekommen? Sagt doch mal. Habt ihr euch Sachen gewünscht oder lasst euch da überraschen und schreibt gar nicht so einen Wunschzettel auf? Oder wie handhabt ihr das? Oh, das ist ein sehr gutes Item. Das nehme ich doch gleich mal mit. Plapp. Und ich glaube, ich behalte es auch. Ja, ich behalte das. Ich glaube, damit können wir auf Dauer? Ja, auf Dauer. Ich glaube, das klingt richtig. Ich glaube, damit können wir auf Dauer mehr Herzen farmen als mit dem Gabi-Item. Aber das Gabi-Item müssen wir auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten, dass wir schon mal ein Gabi-Item hatten. Denn dann haben wir natürlich eine größere Chance, irgendwann mal Gabi zu werden, nicht wahr? So, wir haben auf jeden Fall genug Geld. Heißt, wir gehen auch in den Shop rein. Das ist auf jeden Fall gekauft. Dieser Penny ist, glaube ich, sehr OP. Aber ich weiß nicht genau für was. Und deswegen sprengen wir ihn weg. Ja, ja. Komischer Penny, den keiner braucht. So, den nehmen wir mit. Die Kerze finde ich auch sehr geil, weil die erstens ein schwarzes Herz gibt und zum anderen Flüche wegmacht. Und ich glaube, das war's dann erstmal. Ja, ich bin zufrieden. Vor allem, wir hatten ja sogar einen Fluch in dieser Ebene. Jetzt ist der einfach weg, Leute. Jetzt müssen wir nur noch den Boss finden. Und der ist auch schon. Hallo, Gödi Junior. Hier, relax mal ein bisschen, Digga. Relax mal ein bisschen. Achso, und ich hab noch Gaze Life oder sowas. Das ist ein chinesisches Spiel von dem Rannik geschenkt bekommen. Habe ich jetzt auch ausgepackt, natürlich an meinem Geburtstag. Und Moss vom Jay, da auch nochmal danke. Von Moss, das werde ich wahrscheinlich auch nochmal zumindest anspielen. Ich weiß nicht, ob ein ganzes Let's Play dazu kommt. Das ist halt ein VR-Spiel. Und ja, also da könnt ihr auch nochmal gespannt drauf sein. Das war so mein... Oh, das ist eine XL-Ebene, sagst du? Das ist ja höchst interessant. Okay, warte, bevor wir zum zweiten Boss gehen, ich suche nochmal ganz kurz den zweiten goldenen Raum. Der nur eine Kidney-Beam für uns hat. Na gut, dann halt doch zum zweiten Boss. Der Mega-Mag-Wag-Schnaggy-Bag ist. Alles klar, den mag ich ja gar nicht. Aber unser Schaden, naja, nee, ist nicht so geil, aber durch diesen Elektro-Kram geht das schon wieder. Aber der ist irgendwie trotzdem mega nervig mit seinen Kugeln. Ja, aber wenn ihr euch fragt, was für eine Krankheit ich genau hatte, ich hatte irgendwie so eine Mandelentzündung mit Gliederschmerzen und noch irgendwas. Was war denn da noch? Gliederschmerzen und Schüttelfrost. Also so ein bisschen grippemäßig, aber ohne Erkältung. Also ich hatte keinen Schleim so. Also ich musste, ja, keinen Schleim in der Nase und sowas. Und fühlte mich auch eigentlich richtig fit, komischerweise. Deswegen bin ich auch nicht zum Arzt gegangen. Und das ist jetzt irgendwie mutiert. Also es war eine ganz kurze Zeit so, dass... Oh, richtig OPs Item hier, Leute. Das ist richtig OP. Will ich aber nicht. Nee, nee, oder? Nee. Oder? 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 Nee, oder? Scheiße, das ist OP. Egal. Was? Erstmal Mandelentzündung, die tat richtig weh. Konnte ich auch überhaupt nicht reden und schlucken und so und auch nicht schlafen deswegen. Das war richtig nervig. Und dann hatte sich das vermischt mit der Erkältung am Ende. Aber dann ging zum Glück die Mandelentzündung zumindest weg. Also schlucken und so geht schon wieder. Aber jetzt ist halt die Erkältung da geblieben. Das wäre auch richtig nervig gewesen. Mandelentzündung mit einer Erkältung, wo man dann andauernd aus dem Hals den Schleim wieder nach oben räuspern muss. Das wird ja die ganze Zeit permanent wehtun. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Also ich bin froh, dass zumindest jetzt die Erkältung erst danach kam. Und ich habe leider die Befürchtung, dass ich die Erkältung selber herbeigerufen habe, weil ich während ich noch
die Mandelentzündung halt hatte. Bisschen sehr viel Sport gemacht habe. Also ich habe Volleyball halt gemacht, weil ich da schon in der Weihnachtswoche nicht da war. Und zweimal hintereinander ausfallen lassen, das geht nicht, Leute. Das geht gar nicht. Und vor allem, wir waren nur 4 Leute da, das heißt, wir mussten uns noch ein bisschen mehr anstrengen, weil normalerweise ist man zu 6 auf einer Seite und jetzt waren wir halt nur 2 auf einer Seite und dementsprechend viel laufen muss man. Aber ist nicht so schlimm. So, ich glaube, ich nehme sogar beides mit. Ich finde das beides sehr schön. Danke. Tschüss. War das dieses, was man auflädt? Nö. Okay, dann war das... Nee, warte, wir haben jetzt diese Plazenta, ne? Ich glaube... Also, die wächst irgendwie? Ist das das? Ich weiß, ich sehe sie halt nirgendwo. Wieso? Wo ist die denn? Diese Plazenta? Ja, ich glaube, die macht... Ich weiß nicht genau wann. Entweder, wenn man Schaden bekommt... Oder... Wenn man ganz viele Räume macht. Auf jeden Fall wächst die irgendwann und dann kommt da irgendwann ein kleiner Dude raus, der entfolgt. Da freue ich mich jetzt schon drauf, Leute. So ein kleines Baby. Ja, doch. Das wird ganz toll. Aber ich habe Volleyball gemacht, musste da relativ viel laufen. Und auch Ring Fit Adventure habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, wenn ihr mich fragt. Weil... Nehme ich das mit? Ich nehme das mit. Mystery Gift! Ja, eine Decke! Geil. I like. Weil der Jay macht da jetzt auch ein Let's Play. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr wollt, Leute. Let's Play zu Ring Fit Adventure. Finde ich richtig witzig. Gucke ich mir auch jede Folge an, obwohl die einfach 40 bis 50 Minuten lang gehen. Und der ab und zu nix sagt, aber irgendwie finde ich das witzig, anderen Leuten oder dem Jay zuzugucken, wie er sich da abstrampelt und währenddessen esse ich dann meine Pizza. Aber ja, da war ich halt auch wegen Krankheit ein bisschen inaktiv und ich will nicht, dass er da vor mir ist im Let's Play. Und deswegen habe ich da dann halt auch mal eine Session jetzt eingelegt, die dreimal so lang ging wie eine normale Session. Und ja, keine Ahnung. Also ich habe ein bisschen zu viel Sport gemacht, vor allem 2 Tage hintereinander. Ich glaube, das hat dann nochmal die Krankheit ein bisschen, also die Erkältung, geholfen zu wachsen. Weil mein Körper dann halt damit beschäftigt war, Sport zu machen und da irgendwie seine Energie reinzustecken, statt Antikörper herzustellen. Ja, also egal. Jetzt bin ich halt nochmal eine Woche länger krank, ist okay. Zum Arzt bin ich nicht gegangen, zum einen war der halt erstens nicht da, den muss man ja auch mal irgendwie seine Pause gönnen. Und zum zweiten ist das, glaube ich, sehr undankbar, wenn man... in der Weihnachtszeit zum Arzt geht, oder? Ist ja auch egal, Leute. Ist ja auch egal. Was mich aber interessieren würde, der Jay hat so ganz komisch reagiert, als ich ihm erzählt habe, dass ich eine Mandelentzündung habe. Da hat er irgendwie so gesagt, hä, du hast deine Mandeln noch? Und irgendwie so ganz ungläubig, als wenn das irgendwie normal wäre, dass die Mandeln entfernt werden. Jetzt meine Frage an euch, Leute. Habt ihr eure Mandeln noch? Das würde mich sehr interessieren. Sagt mal, Leute, sagt mal. Habt ihr eure Mandeln noch? Ich habe dann auch im Internet natürlich nachgelesen und anscheinend ist das früher, und der Jay ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Ja. Da wird anscheinend bei jeder Kleinigkeit die Mandeln entfernt. Aber heutzutage ist das anscheinend nicht mehr so. Nur in Härtefällen. Ach, die Leute früher, Leute. Die Leute früher. Haben auch FCKW in die Luft geschleudert und damit die Ozonschicht kaputt gemacht. Mann. Und erst, keine Ahnung, wenn ich 50 bin oder sowas, dann ist das Ozonloch wieder geschlossen. Wenn ich 50 bin, dann geht's der Welt wieder gut. Ja. Irgendwie so. Ach ja, ansonsten Silvester habe ich auch nicht wirklich gefeiert, haben wir Raclette gegessen und mit meinen Freunden haben wir das halt vorverlegt. Da treffen wir uns irgendwie jedes Jahr. Aber der Typ, der das halt immer plant, der wollte das in einer anderen Stadt feiern, weil er da andere Freunde hatte und dann haben wir das 3 Tage vorverlegt und uns quasi hier mit unseren Leuten, mit denen wir das jahrelang schon gemacht haben in den letzten Jahren, halt ein bisschen vorher getroffen, war auch ganz schön. Und dann Silvester selber hatte ich tatsächlich keine Böller oder sowas. Keine Ahnung, gib mir nicht so viel. Sondern nur eine 1 Meter Zündkerze. Nee, nicht Zündkerze, sondern Zündkerze wäre aber auch ganz schön. Wie heißen die denn? Eine Wunderkerze. Ja, eine Wunderkerze hatte ich. Eine 1 Meter lange Wunderkerze. Und ansonsten konnte ich aber trotzdem sehr viel von den Knallern drumherum sehen. Also ich wohne ja auf so einem Berg. Mehr oder weniger. Und dann konnte ich auf die Stadt, wo ich wohne, runtergucken. Und Neustadt hat gegen Altstadt irgendwie geballert. Und dann konnte man in jede Richtung sehen. Und das war sehr schön. Also ich hatte so mein eigenes privates Feuerwerk von den anderen Leuten. Doch, war ganz nett. War ganz chillig. War, glaube ich, das chilligste Silvester, das ich jemals hatte. Na, vielleicht nicht jemals, aber zumindest in den letzten Jahren. Und ich will gerade wieder voll husten, aber ich darf nicht in ein Video husten. Das ist ganz schlecht, Leute. Ja, wie habt ihr denn Silvester verbracht, Leute? Seid ihr auch so eher der Böller-Typ oder kauft ihr zumindest so Raketen und sowas?
Und seid ihr da dann eher... Jetzt muss ich doch husten. Seid ihr da dann eher die Batterie, Zünder oder doch die klassischen Raketenabfeuerer? Und macht ihr das dann aus der Hand? Das mache ich tatsächlich auch ganz gerne. Raketen aus der Hand abfeuern, das ist sehr witzig. Also, dass man dann wartet, bis sie so ein bisschen zieht und dann erst loslässt, beziehungsweise dann nochmal so schön einen Kreis dreht und die dann erst loslässt, damit man sie mit Schwung freilassen kann. Da bin ich dabei. Das wird prima. Viva Colonia und so. Ich habe mir an Silvester auch noch von einem Kumpel, den ich irgendwann mal 5 Switch-Spiele ausgeliehen habe, habe ich jetzt endlich nach einem Jahr meine Switch-Spiele wieder. Das finde ich sehr schön. Werde ich sowieso nicht spielen wieder, aber ich habe sie wieder. Und von dem habe ich mir jetzt Pokémon Schwert ausgeliehen. Das habe ich jetzt erstmal wieder ein Jahr. Und meine Frage an euch, kannst du mich... Oh, okay, nehme ich auf jeden Fall mit. Merci beaucoup. Das ist ein sehr nettes Item. Wir können auf jeden Fall noch Gabi werden. Ich hätte eventuell vor, Pokémon zu streamen. Jetzt ist die Frage, das haben natürlich 8 Milliarden Leute gestreamt bei Twitch. Interessiert das jetzt überhaupt noch irgendjemanden, wenn ich da Pokémon streame? Ich meine, Pokémon geht ja an sich immer. Ich könnte es auch einfach aufnehmen, aber... Oh ja, das wäre auch eine Idee, Leute. Wie wäre es mit Pokémon aufnehmen? Seid ihr eher für Let's Play oder eher für einen Stream, Leute, bei Twitch? Die Sache ist, mein Twitch ist irgendwie seit diesem letzten Update, das jetzt auch schon ein bisschen her ist, aber seit diesem neuen Creator Studio Update gedünstelt da. Oh, shit. Egal. Richtig langsam geworden. Also, da geht gar nichts mehr. Aber irgendwie, ich hätte schon mal wieder Bock, bei Twitch auf jeden Fall zu streamen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Vor allem, mich haben da einfach Leute abonniert. 4 Leute haben da ein Abo abgeschlossen. Also nicht nur, also so ein bezahltes Abo. Aber nicht nur einmalig, sondern anscheinend geht das bei Twitch auch, dass man monatlich einfach zahlt. Ohne das irgendwie, selber manuell zu machen. Das wusste ich zum einen nicht, dass das überhaupt geht. Und zum zweiten finde ich das komisch, dass das Ganze 4 Leute bei mir machen. Das heißt, ich kriege jeden Monat 10 Euro von denen, Leute. Obwohl ich überhaupt nichts mache. Und das ist ein bisschen sehr assig, finde ich, weil die kriegen ja einfach kein Content von mir. Und deswegen müsste ich eigentlich mal bei Twitch zumindest so ab und zu mal streamen. Und da wäre ja natürlich... Ach, shit, hier! Warte. Oh nein, ich hoffe, das ist nicht morgen. Ach du Kacke, hier, bald kommt sogar ein Stream, weil ein... Mann, Skrollex, du ziehst mir sogar immer ein ganzes Leben ab. Ein Mario Maker 2 Tournament findet statt. Ein Streamer Cup mit ganz vielen anderen Streamern. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau wann. Ob jetzt am 8., am 6., am 10.? Ich werde es euch nochmal wissen lassen. Aber da würde ich dann mit ganz vielen anderen Streamern Mario Maker 2 gegeneinander spielen. Also da kriegt dann jeder dieselbe Map. Dann spielt man gegen einen anderen Typen. Und der schneller durch die Map durch ist, der kommt halt eine Runde weiter. Und das ist dann aufgebaut wie ein Tournament. Also ein Turnier. Und das wird bestimmt ganz witzig. Jetzt, ich guck mal kurz nach. Okay, Leute. 12. Januar um 12 Uhr. Ach du Scheiße, da bin ich auch noch gar nicht wach. Wieso habe ich mich dafür angemeldet? Oh Gott, dann muss ich auf jeden Fall nochmal Mario Maker davor trainieren. Also bis zum 12. sollte ich zumindest wieder gesund sein. Das ist schon mal eine positive Sache. Aber davor sollte ich auf jeden Fall Mario Maker nochmal ein bisschen spielen. Dann kommt das vielleicht in ein paar Tagen nochmal häufiger. Wenn ich wieder gesund bin, Leute, dann streame ich mal wieder. Komm, Leute, das ist jetzt mein Versprechen an euch. Ich streame, wenn ich wieder gesund bin. Und spätestens am 12., aber es wäre natürlich gut, wenn ich davor nochmal streamen könnte. Ich habe voll den Frosch im Hals. Hört man das eigentlich? Hallo? Ist das nervig. Kann dieser One bitte endlich vorbei sein? Ich meine, es ist schon ein One, der nicht so lang ist, aber das geht doch auf die Stimme irgendwie. Es tut mir leid, Leute. Aber es dauert bestimmt noch 2-3 Tage und so lange wollte ich jetzt nicht warten, bis wieder ein Video kommt. Okay, um meine Stimme zu schonen, Leute, wir sehen uns mein Boss wieder, okay? Danke. Okay, sehr gut gefunden. Wer bist denn du? Ach ja, du lebst. Okay. Ich habe ein paar Leben verloren, leider. Das ist ein bisschen sad. Aber ist in Ordnung. Edlift sollten wir trotzdem tot kriegen. Und danach sind wir ja, glaube ich, dann schon bei Satan. Und das wird der letzte Boss sein hier. Alter, ich kann gerade überhaupt gar nicht reden. What the fuck? Der geht auch einfach nicht weg. Egal, wie oft ich mich räusper. Ist das nervig. Krank sein ist sehr nervig, Leute. Also früher hat mir das ein paar Mal geholfen, auf jeden Fall. Mandelentzündung, da fand ich das sehr gut. Zum Beispiel bei einer Klassenfahrt, die wirklich richtig komisch war. Das war so eine Klassenfahrt, wo man psychologisch irgendwie betreut worden ist und wo dann die Klassengemeinschaft näher zusammenkommen sollte. Und dann sollte man so, keine Ahnung, so Aufgaben machen,
wo man sich gegenseitig unterstützt und sowas. Und das war sehr, sehr merkwürdig. Tatsächlich, keine Ahnung. Und da hatte ich eine Mandel und Zunge, dann konnte ich da früher weg. Das war sehr nett. Oder als wir so ein komisches Theaterstück in der Schule hatten. Das war eigentlich ganz cool, aber da hatte ich auch eine Mandelentzündung und deswegen konnte ich da dann auch nicht mitmachen, wo dann die ganze Schule mitmachen musste. Hab dann nur am Ende zugeguckt, wie alle Leute das gemacht haben. Also von daher, eigentlich nur gute Erfahrungen mit meiner Mandelentzündung, ja, ja. Ich hab das noch nicht so häufig, einmal alle zwei Jahre so ungefähr. Aber wenn ich sie dann habe, dann eigentlich immer zu wichtigen Anlässen, also beziehungsweise zu Anlässen, die speziell sind. Diesmal nicht, tatsächlich. Na, vielleicht Silvester halt, aber... Das zählt nicht, oder? Nicht so richtig, nicht so richtig. Ich habe leider gar nicht mal so viele Leben und ich wundere mich, warum ich ab und zu kein Leben verliere. Ich habe irgendwie so ein Schutzschild. Ich bin der Meinung, also wahrscheinlich kommt das durch die blaue Decke, die ich da habe. Aber wahrscheinlich ist das auch nur random, oder? Weil man da... Oh, wir werden Gabi! Ist nicht dein Ernst. Ist ja geil. Okay, nice. Random, weil man da keinen Schaden bekommt. Aber anscheinend haben wir irgendwie die Chance, auf jeden Fall keinen Schaden zu bekommen. Das ist sehr nett. Wir sind der dunkle Catlord. Miau, miau, miau. Ah, das ist sehr schön. Ach komm, bitte, ich will jetzt bitte schnell zum Boss. Mich nervt das gerade, dass mein Hals so doof ist. Hals, bitte sei doch nicht so blöd. Aber ich finde das sehr witzig bei einer Mandelentzündung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwann hattet. Aber man kann dann einfach so das typische Arzt, mach mal A sagen. Und dann sieht man da richtig schön seine Mandeln. Ich weiß nicht mal, ob man die Mandeln auch sieht, wenn... Also, ob man sie so klar sieht, wenn man da gerade keine Entzündung hat. Aber wenn sie entzündet sind, dann sind die so richtig schön weiß-rot gepunktet. Also so ein dunkles, schönes Rot. Und man kann die dann richtig schön im Nacken, im Rachen sehen. Finde ich sehr angenehm, Leute. Finde ich sehr angenehm. Und so lernt man dann seinen Körper ein bisschen mehr kennen. Und jetzt kann man sich die immer angucken. Ja, find ich sehr gut. Ach ja, so. Was haben wir hier? Eine Bombe, die mich nicht trifft. Okay, sehr gut. Da haben wir auch den Boss. Dann sind wir hier endlich durch, Leute. Und vielleicht ist das ja sogar die 31. Challenge und dann hätte ich sogar eine Errungenschaft. So. Tachchen Satan. 1, 2, 3, 4, jetzt. Ja, cool. Also so bis 5 im Kopf zählen und dann loslassen. Dann trifft man die auch mit der Bombe. So, okay, mal gucken. Wir haben leider halt trotzdem nicht so viele Leben. Das heißt, wir sollten trotzdem... Oh, bei dieser... Doch, irgendwie... Hä? Irgendwie, ich krieg beim ersten Hit immer keinen Schaden. Okay, wir sind stärker als erwartet, somehow. Eventuell sind diese Elektroschock-Dinger... Ah, wir sind Gabi hier, deswegen. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich so viel Damage mache. Aber klar, wir sind Gabi. Und das war's dann auch schon. Nicht? Oh, ich dachte, das war's. Wir müssen doch noch eine weiter. Okay, also Brimstone bedeutet The Lamp. Stimmt, Satan wäre auch einfach nur das umgedrehte Kreuz. Oh, damn. Oh, damn. Wir müssen noch den Dark Womb machen. Nein, wir müssen gegen Megasa... Oh. Oh. Okay. Von mir aus? Ich meine... Oh. Ich meine, ich bin Gabi. Mit einem fast 5er Luck-Up. Komm, wir gucken uns nochmal in der Ebene hier um. Ich meine, wir sind Gabi, wir tun sowieso alles mega schnell. Die Sache ist, wir kriegen aber wahrscheinlich keine Items, weil es der Dark Room ist. Das Item ist halt mega gut, wenn unser Item nicht voll ist, gell? Warte. Nicht? Wann ist das aktiviert? Wenn man nur noch ein Leben hat, ne? Ach scheiße, dann war das vielleicht doch nicht so gut. Wenn man nur noch ein Leben hat. Okay, also Dream Goal wäre jetzt natürlich... Oh, so ein kleines Life Goal. Wenn wir nur, dass wir irgendwas bekommen könnten... Dass wir nur noch ein Leben haben. Oder halt irgendwelche anderen Items. Ich glaube, das ist richtig dumm, was ich hier gerade mache. Ich hätte einfach zum Mega-Satan gehen sollen. Mit 3 Leben wage ich mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so gerne hin. Oh, scheiße. Aber ich glaube, beim Dark Room bekommt man halt gar keine Items, wenn ich ehrlich bin. Oder? Hä? Also, rein für wissenschaftliche Zwecke muss ich das jetzt mal ausprobieren. Kann aber sein, dass man hier tatsächlich nur rote Kisten bekommt. Weil in der Anfangs... In den Anfangsraum, ja, wahrscheinlich schon. Haben wir auch noch rote Kisten bekommen. Dass ich das immer noch nicht weiß. Aber da bin ich halt auch einfach viel zu selten im Darkroom drin. Naja, zumindest ein Leben dazu bekommen. Diese Krone bringt uns jetzt halt gar nichts, außer dass sie uns 2 Leben abgezogen hat. Das war vielleicht ein bisschen dämlich. Ich fühle mich, ehrlich gesagt, nicht allzu sicher, dass ich... Oh, fuck. Dass ich Mega-Satan mit nur 3 Leben schaffe. Wie seht ihr das, Leute? Oh, aber wir haben hier kleinen Maudado.
Also zumindest, wenn ich die Mod drin hätte, dann wäre das Laumaudado. Aber diesen kleinen Sucker hier. Den Sucker-Worm. Der ist sehr süß, den mag ich. Hallo. Wie schnell der einfach tot ist. Okay, wir könnten natürlich für Satan... Okay, bringt jetzt auch nicht so viel. Aber wir könnten uns ein paar Fliegen farmen. Okay, warte. Ein Raum machen wir noch. Dann haben wir nämlich nochmal ein Leben mehr. Und dann geht es uns, glaube ich, soweit ganz gut. Ich glaube, dann geht es uns gut. Wenn wir dann noch irgendwie ein Herzstück hier finden. Das ist sehr nett, danke. Oh. Oh. Pandoras Box. Im Dark Room. Bringt... absolut gar nichts. Geil, I love it. Das hätte bestimmt irgendwas verdoppelt oder sowas, aber egal. Toll, im Darkroom bringt das einfach gar nichts. Ich weiß, dass man dadurch irgendeine Errungenschaft bekommt, wenn man das macht, wenn man die Pandoras Box bis hierher bringt. Aber normalerweise gibt die ja Items und sowas, aber anscheinend hier nicht. Na gut, also wir kriegen ja auch nichts deswegen. Hallo Mega-Satan, was geht ab? Ich stimme dir vollkommen zu. Wo ich gerade hier Mega-Satan sehe, wir könnten auch mal Devil May Cry spielen. Ich hätte irgendwie Bock auf so ein Slash-Break. Wie nennt man denn sowas? Hack'n'Slash. A la Devil May Cry, also das vor dem neuen. Das ist nämlich mein Lieblings-Devil May Cry. Oder halt sowas wie God of War 3. Hätte ich richtig Bock drauf. Vielleicht mache ich dazu ein Let's Play, aber das wäre dann natürlich ein Spiel, das ab 18 ist. Und ich habe noch gar kein Spiel, was ab 18 ist auf meinem Kanal. Nicht, dass mein Kanal dann als nicht kinderfreundlich angesehen wird. Das wäre richtig doof, Leute. Das könnte ich vielleicht auch streamen, Leute. Ich mache mir so ein paar Gedanken, aber irgendwie sicher bin ich mir da immer nicht. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall stark genug für Mega-Satan. Ja, doch. Ja, ja. Also, ja. Das einzig Schlimme an Mega-Satan ist doch eigentlich nur der Engel. Und dass er halt so viele Leben hat. Aber... ich glaube, mit Gabi ist man hier sehr gut bedient. Ich meine, unser Damage so ist auch nicht so schlecht. Ja, so ein 6,5er Damage kann man auch schon was anfangen. Dazu kommen dann natürlich noch die Blitze, die wir haben. Ist jetzt nicht der krasseste One, den wir hier gemacht haben. Also von der Combo her und auch nicht so, wie wir aussehen oder so. Wir sind zumindest eine Katze geworden. Das ist natürlich auch immer so ein Goal. Aber jetzt keine oberheftige Combo und auch nicht super OP oder sowas. Einfach ein gediegener, kleiner Isaac One, so für den Start. Dafür, dass ich das so lange nicht gespielt habe, lief das doch eigentlich ganz gut. Und es kam mal wieder Isaac, weil es kommen immer wieder Kommentare, wann machst du mal wieder Isaac, bla bla bla. Also anscheinend ist das immer noch recht beliebt. Oh, bald kommt auch ein Update für Isaac raus, ne? Das wird auch krass, Leute. Da bin ich aber sehr gespannt, wie das wird. Und vor allem, wann es rauskommt. Wollen wir nochmal informieren. Und aua. Es hat tatsächlich auch jemand jetzt zwischen den Jahren... hat mich tatsächlich jemand angeschrieben, der vor 2 Jahren wohl mal zugeguckt hat und gemeint hat, ey Dizzy, ich habe dir früher bei Isaac zugeguckt, danke nochmal für die tolle Zeit. Bist ein Toller. Nur dafür hat er mich angeschrieben. Das fand ich auch sehr nett, muss ich sagen. Dass er nach 2 Jahren nochmal an mich gedacht hat, ach ja, der Dizzy, bei dem habe ich ja für Isaac geguckt, den kann ich ja mal danken. Ein bisschen merkwürdig, aber auch ganz süß. Ganz knuffig. So, wir können ja mal eine Bombe hier platzieren. Friss das, Mega-Satan, und das. Meine Bomben sind bestimmt richtig stark. So. Let's see. Hä, können wir ihn verlangsamen? Ist er gerade verlangsamt? Warum sind seine Tränen so komisch? Egal, den besiegen wir auf jeden Fall richtig easy. Ich finde sogar die zweite Form immer sehr viel einfacher als die erste. Ja, guck, da bröselt er schon. Und da ist er kaputt. Easy! Ja! Tudum. Nahrungschaft bitte, damit ich das nie wieder machen muss. Nope, okay, alles klar. Gar nicht so schlecht. Und hat auch nicht alt... na doch, 40 Minuten. Aber ist okay, Leute. Gut, dann würde ich sagen, was ist das mit dieser Folge? Isaac mit dem verschnupften und ein bisschen kranken Dizzy, der die ganze Zeit husten möchte, aber es unterdrückt. Das geht auf die Psyche, Leute. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wenn ja, lasst ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, ob das morgen ist, weil anscheinend bin ich doch noch kränker, als ich dachte. Aber ja, erstmal wieder ein Video rausgebracht. Das freut mich. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.